Dann auch von mir, hallo, ich bin Markus, Softwareentwickler bei COSI und heute erzähle ich euch ein bisschen über Browser-Automatisierung mit Headless Chrome und da mit dem DevTools-Protokoll. Zuallererst hoffe, es sitzen auch ein paar Frontend-Entwickler hier und vielleicht kennt ihr das, irgendwann müsst ihr auch mal Tests schreiben. Und dann stellt sich die Frage, wo lasse ich die Tests laufen? Und wenn man es wirklich ins Extreme treibt, dann macht man noch Cross-Browser-Testing, wie auf dem Bild hier. Aber das zu automatisieren, ist ganz schön viel Arbeit. Und gerade wenn man das noch in einen Continuous Integration einbauen will, wie wir ja vorher gehört haben, ist eine Best Practice, dann wird es echt ungemütlich. Und deswegen Headless, denn mit Headless brauche ich keinen Bildschirm mehr, weil Headless heißt ohne GUI. Ich kann es auf dem Server laufen lassen, also verbraucht es weniger Ressourcen, als wenn ich jetzt irgendwie den Browser starte und kann es ganz leicht in den Build-Server integrieren. Und auch ein Vorteil ist, dass es viel leichter ist, Headless Browser über die API zu steuern. Und wo kann ich das alles einsetzen, so ein Headless Browser? Nicht nur in Frontend-Tests, sondern auch um Web-Scraping zu machen. Zum Beispiel anstatt einfach von einer Webseite die Backend-API zu benutzen, weil das kann man leichter erkennen, als wenn ich mit einem Headless-Browser die Seite ansteuere. Und was wir auch machen, ist Screenshots von HTML zu erstellen, was leichter ist in einem Browser zu machen, weil dann kann man hat man gleich eine Rendering Engine, die das HTML rendert und mit dem Headless Browser und Screenshotten geht auch auf dem Server dann. Und da gibt es wirklich eine Vielzahl von Tools. Ganz bekannt ist Selenium, um mehrere Browser zu steuern. Denn also zuerst kommt ja die Frage, welchen Browser benutze ich überhaupt und dann die Frage, welche wie ich den jetzt steuere. Und mit Selenium kann ich die erste Frage einfach, ich kann das in allen, mit allen Browsern benutzen. Hat dann aber halt ein bisschen Overhead, wenn ich zum Beispiel nur Single-Browser-Tests schreiben würde. Dann bekannt auch noch PhantomJS, was eine Browser-Engine ist, basiert auf WebKit und Node.js-Library hat. Und seitdem aber Google Mitte dieses Jahres sozusagen in den Markt eingestiegen ist und selber Headless angeboten hat, ist PhantomJS nicht mehr aktiv entwickelt. Also, und sowas ähnliches wie PhantomJS ist NightmareJS, was unter der Haube Electron benutzt, was ein bisschen schneller ist, als wenn ich jetzt so Chromium direkt nehme. Und für Chrome gibt es Puppeteer, was ich später noch vorstellen werde. Und Firefox hat jetzt seit kurzem auch Headless eingeführt. Und da kann ich sowas wie Slimer.js nehmen. Und die APIs sind da alle recht ähnlich. Und über Performance kann man wahrscheinlich lange diskutieren von den einzelnen Browsern. Deswegen für mich ein Grund, warum man Chrome benutzen sollte, vielleicht für Frontend-Tests. Gerade wenn man sich nur für einen entscheidet, ist der Marktanteil von Chrome ist gewaltig im Vergleich zu den anderen Browsern. Und wenn ich Tests in Chrome laufen lasse, dann weiß ich, dass für die meisten User funktionieren wird. Und wie kann ich jetzt mit dem Chrome interagieren? Dafür gibt es das DevTools-Protokoll. Ich glaube, jeder, der mal ein bisschen Webentwicklung gemacht hat, kennt es, dass man in Chrome die DevTools aufmacht und dann eigentlich alles über die Webseite sehen kann. Zum Beispiel, was im DOM läuft, welche Network-Requests gemacht wurden. Ich kann das alles manipulieren und kann mir Cookies angucken und all die Sachen. Und im Prinzip ist das Protokoll dann genau all diese Features nur steuerbar über einen Protokoll. Und jetzt kann man jetzt schon dieses Protokoll benutzen. Es gibt Wrapper dafür in sehr vielen Sprachen.
Aber dadurch, dass es so low-level ist, ist es ein bisschen kompliziert damit zu arbeiten. Und deswegen hat das Chrome DevTools Team eine eigene Node.js-Library jetzt released. Und die hat eine bisschen simplere API und hat auch den Vorteil, gerade für ein CI-System, dass die aktuellste Chromium-Version gleich mitgeliefert wird, mit der auch die Library funktioniert. Also muss man nicht irgendwie noch gucken, dass man die richtige Browser-Version findet. Einziger Nachteil da ist, dass das DevTools-Protokoll sehr oft, also noch sehr experimentell ist zum Teil, also viele Breaking Changes und deswegen auch nur mit der aktuellsten Chrome-Version läuft, also der Unstable Version. Und so ein Stable, die Stable-Version läuft dann mit einer sehr alten Chrome-Version. Also da muss man gucken, dass man sich, wenn man irgendwas funktioniert oder irgendwas braucht, dass man eine feste Version hat von Chrome und der Library. Und jetzt will ich gleich mal Puppeteer kurz vorstellen an verschiedenen Beispielen. Und das erste Beispiel ist, eigentlich auch mal gerade eigentlich Mirror Screen machen. Das geht. Als erster Anwendungsfall war ja Frontend-Tests und hier habe ich mal so eine simple Angular-App einfach initialisiert und mit so ein paar simplen Tests und daran mal, um zu sehen, wie leicht es eigentlich ist, einfach die Tests auf Headless Chrome zu laufen. Man kann verschiedene Browser in der Kammer-Config einstellen und wenn man da kann man einfach schon Chrome Headless benutzen. Der startet dann den installierten Chrome im System mit den Headless-Parametern. Und das war es dann eigentlich schon. Und wenn man aber jetzt zum Beispiel auf einem CI-System ist, wo man nicht weiß, ob oder man irgendwie mit Docker-Containern arbeitet und dann irgendwie noch Chrome sich holen muss. Wie ich ja vorhin erwähnt habe, liefert Puppeteer die eigene Chromium-Version mit, eigenes Chrome mit, also es lädt er beim NPM-Installieren runter. Ist natürlich ein bisschen unschön, dass dann in den Node-Modules-Folder irgendein Chrome liegt, aber dafür kann man die Bin hier einbinden, den Pfad, und dann nimmt er einfach die Version und ich das mal ausführen, einfach mit npm run test. Ups. Ah, falscher Folder. Da. So. Und was ich auch noch gemacht habe, ist, was ein ganz schönes Feature ist, dass ich auf einem Headless Chrome auch remote debuggen kann. Was natürlich sehr praktisch ist, wenn ich wissen will, wie sieht das jetzt überhaupt auf dem im Browser aus. Und kann dann über Localhost den Port, den ich hier angegeben habe, darauf zugreifen, sehe dann, welche Tabs offen sind und sehe dann hier also den Kammer Test Runner und habe gleich de die DevTools auch mit offen, kann also damit auch debuggen, ganz leicht. So, das um Frontend-Tests zu runnen. Und dann habe ich mal zwei Demos hier, um mal diesen Fall mit, ich möchte einen Screenshot erstellen von der Webseite. Und ist eigentlich recht simpel mit dieser API, weil ich muss eigentlich nicht viel machen. Ich muss
nur einen Browser starten. Und hier benutze ich von JavaScript das Async Await Feature. Puppeteer, jede Methode liefert einen Promise zurück. Und das heißt, alle Calls sind async. Und um das zu vermeiden, dass ich irgendwie Promises chainen muss, ist halt viel übersichtlicher, Async Await zu nehmen hier. Mit New Page erstelle ich einen neuen Tab im Browser. Und jetzt kann ich so Sachen machen wie, ich kann verschiedene Viewports emulieren. Damit kann man auch zum Beispiel ein mobiles Gerät emulieren. Hier mache ich das, damit ich später dann einen größeren Screenshot bekomme. Und dann gehe ich auf die COSI-Seite und warte noch, bis sie fertig geladen ist, was auch direkt hier im Call von GoTo drin ist, anstatt dass man irgendwie auf einen extra Event subscriben muss, wie das ist, wenn man einen DevTools-Wrapper benutzt. Und dann mit dem Call mache ich den Screenshot und gebe gleich hier noch an, dass es die Fullpage sein soll, sonst würde er einfach nur einen Screenshot machen von dem Viewport und muss dann noch den Browser schließen. Und dadurch, dass es eine Node-Applikation ist, rufe ich das einfach mit Node auf und hab dann hier den Screenshot von der COSI-Seite. Und jetzt, wenn ich mal die COSI-Seite aufmache, dann, also als zweites Beispiel, ist ja jetzt noch nicht so spannend. Man möchte ja vielleicht mal noch ein bisschen navigieren auf der Seite. Also zum Beispiel möchte ich mir mal die aktuellen Stellenanzeigen bei COSI anzeigen lassen und davon gleich ein PDF machen damit. Ja, und jetzt sind es ja zwei Klicks hier und jetzt kann man das auf zwei Varianten machen. Ich könnte jetzt Query Selector benutzen und dann irgendwie nach den Links suchen, dann das href parsen oder ich benutze die DevTools und bei dem Viewport ändert sich die Seite. Man kann auch einfach hier Inspect machen und mir einfach den Selector kopieren, was ganz praktisch ist. Und den kann ich dann hier gleich benutzen. In der Klick-Methode. Das heißt, der klickt dann gleich auf diesen Selektor. Und die zwei Klicks navigieren dann auf die Stellenanzeigenseite. Worauf ich jetzt noch drauf achten muss, und dieses Klick hat jetzt zum Beispiel nicht dieses Wait Until eingebaut, weil der weiß ja nicht, dass er danach navigiert, muss ich da jetzt auf einen Event noch hören, nämlich Wait for Navigation, damit ich, wenn ich das PDF erstelle, wirklich die Seite geladen ist. Und hier ist noch ein bisschen was tricky ist. Man könnte jetzt denken, wenn man die Klicks macht, dass man danach auf die Navigation wartet. Das funktioniert aber nicht so richtig im Moment, weil im Moment ist es so, wenn das schon fertig geladen ist, dann loopt er einfach und wartet, bis er timeoutet, weil er nicht weiß, dass da jetzt irgendwas passiert ist. Deswegen erstelle ich den Promise, bevor ich die Klicks mache und warte erst danach. Und dann wartet er auf die richtige Navigation. Wenn ich jetzt das PDF erstelle, dann hat man vielleicht noch das Problem, dass der sozusagen von den CSS die Print Version nimmt, die sieht nicht so schön aus, wenn man so eine Seite printet. Deswegen kann ich hier das CSS Media emulieren auf Screen, was das dann ein bisschen schöner macht. Und fisch das mal aus.
Und hatte das jetzt. Ach. Das ist ja super. So also kann man auch sein Linux kaputt machen. Ja, Quorum ist eigentlich da. Genau, so. Und hab dann jetzt hier die Stellenanzeigen als PDF. Ja. So. Gut, das war's von der Demo-Seite aus. Hier habe ich nochmal weitere Ressourcen dazu getan, falls einer jetzt interessiert ist, das auch mal auszuprobieren. Gerade fürs Web-Scraping muss man sich doch mal ein bisschen diese API angucken. Da gibt es ganz schön viele Methoden und dann auch interessant noch die Awesome-List für Chrome DevTools, wenn man mit anderen Sprachen auf den auf das Protokoll zugreifen will. Da ist eine Übersicht von allen Webern, die es so gibt. Und wenn jetzt auch einer noch Selenium mal ausprobieren will mit Headless Chrome, gibt es auch noch da ein Tutorial. Und ja, damit bedanke ich mich fürs Zuhören und ja, gibt es noch Fragen? Ja.